Haben wir erst 20 Stück von oder so. Crystal Fruit. Maru. Ich glaube, die hat auch schon zwei Sachen. Und wenn nicht, oh, egal. Wow, ein Copperohr. Ich raste aus. Kann mich vor Begeisterung kaum halten. So, ich würde ganz gerne in den Pub. Da kommt Clint angeklintet. Hat der diese Woche schon was Tolles gekriegt? Jetzt auf jeden Fall. So, der Saloon. Hier war nämlich ein Skull-Shaped Keyhole. Unimo Card, Progress Mode and... Wir machen mal Pro... Oh Gott. Okay, ich kann nicht vor und zurück, ich kann nur springen. Wow, okay. Das ist gar nicht so einfach. Gott, komme ich da hoch? Okay, da hätte ich noch auf das nächstbeste hoch gemusst. Alter, das ist echt nicht so einfach. Wow. Aber eigentlich cool, dass noch so ein Minispiel drin ist. Mag ich. Fuck. Genau dazwischen. Dammit, wir haben gleich keine... Okay. Ich habe geklickt, aber da hatte ich keine Chance. Da konnte ich nicht springen. Machst nichts gegen. Okay, wir starten wahrscheinlich immer wieder in Level 1, ne? Wenn wir verkacken, oder? Wir müssen das wahrscheinlich... Wir kriegen irgendwas, wenn wir es durchschaffen. Habe ich... Ah, nee, wir kriegen wieder 5 Leben. Nice. Aber es wird halt irgendwann auch einfach bockschwer. Mist. Und ja, toll. Oh, doch, das geht sogar. Gerade sagen. Mich verarschen? Soll ich das denn schaffen? Oh Gott. Alter. Wie es abgeht. Ah, Mist. Da habe ich den Sprung schon extra kürzer gemacht, aber hat nicht viel geholfen. Fuck. Ja, toll. Na, da hätte ich mich einfach runterfallen lassen sollen. Das wär... Okay, das schaffen wir nicht. Ja. Manche Stellen sind halt echt beißig schwer. Aber wobei. Zweite geschafft. Gerade so. Ich habe keine Ahnung, wie viele Level es gibt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich 20 oder so. Wow, es wird ganz schön schnell. Hat aber den Vorteil, wir können noch schwieriger springen. Toll. Ja, ganz toll. Ja, es ist doch einfach absurd, Alter. Wie soll man das denn schaffen? Puh. Das war eher spannend, möchte ich behaupten. Oh, und wir fangen wieder in Level 1 an? Nee, komm. Das spiele ich vielleicht irgendwann mal durch, wenn ich ganz viel Lust habe, aber... Nein, nein, ich möchte keine Yuya-Cola kaufen, danke. Irgendwas kriegen wir dafür, aber das wird auch nichts Hochtraumatisches sein. Können wir noch irgendwen beschenken? Wen haben wir denn diese Woche noch nicht massiv beschenkt? Harvey kann auf jeden Fall noch was haben. Wie sieht's mit Pam aus? Pam auch? Die können alle noch was haben, oder? Komm, wir machen nochmal die kleine Mayonnaise-Runde, das geht. Hier, Mayonnaise für dich. Du hast heute schon was bekommen. Shane mag... Doch, Shane mag Mayo. Willi... Ja, auch. Pam mag keinen Käse, das ist schade. Aber Pam kriegt jetzt mal meinen letzten Wein. So, wen haben wir da? Das ist Lea, ne? Die mag Käse, das ist okay. Na, hallo? Ah, okay. So, und das andere da ist, das ist nicht Caroline, das ist Emily, ne? Die mag keinen Käse, okay. Kriegt ihr eine Mayo. Okay. Clint hätten wir auch... Achso, Clint haben wir eh schon ganz viel Stuff geschenkt. Guti,
Zeit, nach Hause zu gehen? Oh Gott, voll viel Scheiß verschenkt. Das war schon ein bisschen übertrieben. So, jetzt haben wir kein Pferd und nix. Aber das findet alles schon irgendwie von alleine zurück. Das geht klar. Und die paar Meter schaffen wir eben auch noch zu Fuß. Hua. Ja, nice. Dann haben wir die Mine auf jeden Fall in der Hinsicht, dass wir nach unten müssen, erstmal abgehakt. Das ist ganz nett. Weg, weg. Ach komm, Goldpilz verkaufen wir auch mal, oder? Zack, zack. Ach, den Steiner Quarz können wir aufheben. Haben wir noch was, was hier weg muss? Ich glaube spontan nicht, ne? Kupfererz, Essenz, Erz, Kohle, Flügel, Backmeat kommt auch erstmal hier rein. Und der Rest kommt in die andere Kiste. Jawohl. Nehme ich hier rein, hier. Ja. So. Wie sie alle tun, als würden sie schlafen, ne? Schönes Ding. So. Das ist nochmal erledigt. Wir brauchen ja mehr Mayo. Queen of Swords hatten wir heute Morgen geguckt, ne? Pumpkin Pie? Ja, okay, das hatten wir. Guti, Zeit fürs Bettchen. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Verständlich, wir haben den Käse ja von heute, also, ne, und ihr wisst, was ich meine. Marmelade, nice. 22. Nee, am 23. Also morgen hat Lea Geburtstag. Heute niemand. Gut, Marmelade kommt direkt weg. Wir brauchen das Geld. Also, naja, geht so. Aber wir brauchen das Geld. Na, so. Wie sehr mögen mich die Enten denn eigentlich? Geht so. Das dauert bei denen ganz schön lange. Wir brauchen ja noch eine Entenfeder, ne? Das wäre auch nochmal so ein Anliegen, aber nun ja. Horsey ist nach Hause zurückgekehrt. Das geht auch klar. Nein, nicht den Käse essen, bitte. Erstmal Tiere streicheln. Hallo. Dann mal Essen nachfüllen. Dann den Eimer holen. Das war so nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich war das eher so gedacht. Damit wir hier Platz für die Milch haben. Ja, ich wollte gern melden, danke. Ob wir irgendwo hinlaufen müssen, wo sie dann tendenziell im Weg stehen. So. Ich finde es eigentlich ganz nice, dass das Pferd auch automatisch mit dem Stall mitkommt und man das nicht noch extra kaufen muss. Das war nämlich noch so meine Befürchtung, da war ich mir nicht sicher. Wir haben von allem was gekriegt. Nice. Dann haben wir noch ein bisschen Kuhmilch für schlechte Zeiten. Komm, wenn wir das Pferd schon haben, dann nutzen wir es auch. Wir müssen auf jeden Fall... Wie sieht es denn hier eigentlich aus? 22. 6 Tage noch? Ja, das reicht. Das geht klar. Aber wir haben über 100 nachgekauft. Das war ganz gut. Also über 100 war vielleicht nicht nötig, aber... Ernsthaft. Aber wir hätten sonst nur noch so, keine Ahnung, eine Handvoll über und das wäre auf jeden Fall knapp geworden. Habe ich erwähnt, dass wir mehr Mayonnaise-Maschinen brauchen? Und mehr Silos. Wir brauchen mehr Silos. Mayonnaise ist noch nicht fertig, schade. Alright, ich hatte heute total was vor. Zack, 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 zack. Ich wusste doch, ich habe heute was vor.
Naja. Besser als nichts. Kann man mal mitnehmen. So, erstmal Mine. Keine Sorge, wir gehen nicht weit in die Mine. Ich will nur erstmal kurz zur Abenteurergilde. Ach, die hat noch gar nicht offen. Das hätte ich mir total schenken können. Ich bin ein Idiot. So weit habe ich wieder nicht gedacht. Ich wollte den Ring verkaufen, aber nun ja. Halb so wild. In diesem Falle begeben wir uns schwungvoll ins Dorf. Plündern den Müll. Das ist ganz wichtig. Da unten gehe ich jetzt nicht hin. Gehen erstmal zu Clinty McClintboy. Clinty McClintboy kann auf jeden Fall auch einen Rubin bekommen. Das findet er sehr gut. Oh, 4 Sterne. Ich probiere mal was aus, ob wir bei dem Event kriegen jetzt. Nein, kein Event. Okay, und dann würde ich ganz gerne Geoden. Einmal. Haben wir schon... Steine, okay. Das ist neu. Obsidian. Ah, und Stein. Oh Gott, das war irgendwie alles eher so dürftig. Aber zumindest eine Sache für Günther Percher. Woher kenne ich Günther Percher? Woher kenne ich den Namen Günther Percher? Das klingt so, als wäre es aus irgendeiner TKKG-Folge. Was? Sieht nicht so aus, hätte ich was zu spenden? Haben wir Obsidian schon? Das machte so das Geräusch, als wäre das... Ah doch, den haben wir schon. Machte so das Geräusch, als wäre das neu, aber naja. Wie sieht es mit den Büchern aus? Notiz von Günther. Wow, die Bibliothek ist wirklich sehr großartig geworden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, danke. Mhm. Technology Report, okay. Blueprints. Crystallarium, okay. Ah, ja, ja, okay. Das kriegen wir woher? Wurden published. Place a gem of your choice inside the Crystallarium. Be patient, kann ein paar Tage dauern. Ah, das Crystallarium kopiert quasi Edelsteine. Das ist nett. Geht aber nicht mit dem Prismatic Shard. Ja, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe einen seltsamen Tunnel gesehen, der aus Pelican Town rausführt. Gibt es eine kleine Tür? Ja, ja, das ist die Mr. Key-Geschichte. Das kennen wir schon. Secrets of the Legendary Fish. Ja, auch nicht so wichtig. Fisherman Egg. Nee, komm. Gerade keine Lust, jetzt hier irgendwie hochdramatische Texte zu lesen. Ja, dann können wir den Obsidian, ja, dann können wir das alles verkaufen. Naja. Ernsthaft. Ein Buch. Da oben blubbert's gerade. Ich werfe da mal ganz kurz die Angel rein. Wow. Toll. Ein Zappelfisch. Na? Ausgezappelt. Mr. Pike. Aber wir sollten noch hart... Okay, das war aber nicht der Purpose vom Skull Key. Okay. Nicht der einzige offenbar. So. Was ich zudem noch machen wollte. Mine, wie spät haben wir es denn eigentlich? 11 a.m.? Nee, komm, dann... In dem Fall Busstop. Nehmen wir mal Horsey mit. Wir hätten da auch jetzt anders hingehen können, aber ich habe gerade mal Bock, durch die Stadt zu eiern. Mal einen Blick auf die Town Hall zu werfen. Keine Quest? Na, dann nicht. Dann nicht. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ist da noch irgendwie mehr draus geworden? Ja, Gasmark. Wer ist denn Shane? Ah, das ist Shane. Warum sieht denn der so komisch aus? Der sieht bei uns immer total abgeranzt aus. Shane sieht niemals so aus. Also vielleicht, wenn er irgendwann mal einen Job hat. Arbeitet er bei Joja? Vielleicht arbeitet er auch bei Joja. Niemand weiß das so genau. Ich wollte auf jeden Fall zum Gemeindehaus. Da können wir nämlich Sachen abgeben. Nicht viel, aber ein bisschen. Wo muss ich denn die Marky Roll hin? Ah, zum Bulletin Board. Schon falsch abgebogen. Okay.
Nee, Chefs Bundle. Dankeschön. Sonst haben wir hier nicht viel, ne? Wir haben gerade ein bisschen Geld. 30 Quality Fertilizer, sehr schön. Und die 10.000 gehen auch. Lightning Rod, naja, okay. Die 25.000 dauern noch ein bisschen. Aber 30 Quality Fertilizer ist schon mal nice. Müssen wir nicht so ultra viel für fischen. Das ist eine gute Sache. So, und dann noch irgendwas Wichtiges? Nein. Nichts zum Buddeln. In dem Fall. Schau mal ganz kurz hier rein. Hey, ne? Haben wir noch ein bisschen Mayo. Nicht wahnsinnig viel, aber. Hey. Robin kriegt nichts. Letzte Mayo muss gut gehütet werden. Ja, wir brauchen mehr Mayo. Wir müssen so viel mehr Mayo machen. Linus wäre gerade da. Na egal. So, kurz so tun, als wäre was Wichtiges. Zack, Dankeschön. Dann würde ich ganz gerne handeln. Guten Tag. Hier, kauft meinen hässlichen Ring. 50. Wow, doch so viel. Lava-Katana. Alter. Das ist nice, aber 25.000 ist meine Hausnummer. Aber das Lava-Katana hätte ich irgendwann ganz gerne. Ich meine 55 bis 64. Nichts, okay. Was müssen wir hier noch irgendwas machen? Ganz viele Bats, Skeletons. Okay, Insekten haben wir. Was sind denn Duggies? Ach, das sind die Dinger, die Earth Crystals haben können. Duggies my ass. Keine Ahnung, ob wir heute Glück haben, aber ich. Da, hier, in dem Teil, da können Duggies wohnen. Da kommen aber nie welche. Okay. Hey, warum hatten das nur 4 Felder gehackt? Keine da. Da kommt er. Geode, immerhin. Also die Dinger müssen wir. Ich wollte gerade sagen, das mache ich vielleicht mal zwischen den Folgen, aber. Also so ohne Aufnahme. Offscreen quasi, aber das geht ja nicht. Weil dann haben wir hier total den Zeitsprung. Es ist ja wirklich so, dass hier auch immer Tage rumgehen und man ja auch nochmal andere Sachen macht. Das heißt, wir müssen das leider schon komplett mitnehmen. Was jetzt auch nicht so hochdramatisch ist, in der Hoffnung. Wir würden ja. Keine Ahnung, ich brauche jetzt nicht 20 Earth Crystals. 1 bis 2 würden mir ja schon völlig reichen. Also allein ein weiterer wäre schon extrem hilfreich für eine zweite Mayonnaise-Maschine. Ah, Käferalarm. Keine Duggy, keine Bee. Tja. Wenn das so ist. Hau ich da mal ganz kurz den Schleim. Nimm das Kupfer noch mit. Und nehmen da mal die Latte, die da schon so demonstrativ hängt. Ich gucke hier nochmal durch, ob hier nicht so vielleicht irgendwo ein Earth... Nein, es liegt kein Earth Crystal irgendwo rum. Schade. Bedauerlich. Gott, Käfer. Ah, das Bugmeat ist ganz okay. Das können wir auf jeden Fall immer gut für Köder gebrauchen. Irgendwas waren doch hier auch so Mini-Geoden, wo immer irgendwas drin sein konnte. Ich weiß nur nicht mehr. Müsste ich mir nochmal in Ruhe angucken. Amethyst. Sehr schön. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen.
Stirb. Stirb. Also irgendwie... Ich fände es halt super, wenn hier direkt mal Duggies kämen. Ich weiß nicht, kam der dann irgendwie zufällig oder kam der, weil ich hier rumgegraben habe? Ich habe doch keine Ahnung. Also abgesehen davon, dass ich eben doch graben kann, das ist ganz nett. Macht jetzt aber nicht so den Riesenspaß. Alter, das hat sich gelohnt. Alge kommt weg. Ein Sap kommt weg. Und das Lost Book geht halt auch gleich wieder weg, das ist okay. Ich will doch nur Earth Crystals. Bitte. Aber auch das wird heute, glaube ich, wieder nichts. Wir hauen nochmal ganz kurz die Viecher zu Klump. Ressourcen mit. Dann gehen wir noch mal eine runter. Jetzt nimm das Ding mit. Ah, Inventar ist voll. Ja, schade. Warum habe ich denn die Eier auch nicht verkauft? Das Ding kann auf jeden Fall weg. Ne, natürlich. Earth Crystal, bitte? Nicht so. Die Mine hasst mich. So richtig. Mal wenigstens noch ein paar Käfer von der Bugmeat. Oder Maden eher gesagt. Eisen können wir uns im Zweifelsfall auch bald aus Copper craften. Haben wir einiges an Kupferbarren. Okay. Noch ein paar mehr Kupferbarren rausholen dann. Krass. So, das Ding ist leer. Na komm, wenn die Leiter schon da ist. Ich gebe ja die Hoffnung auf Earth Crystals. Ich gebe sie nicht auf. Inventar voll, aber warum? Also, was ist das Problem? Ach, da Kohle. Okay, Kohle ist wichtig. Dafür geht das Sap jetzt wirklich mal weg. Holz ist mal egal. Bei der Menge auf jeden Fall. Ich wollte doch nur Earth Crystals. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, ein Schwert. Ich glaube, das kann nicht so viel. Drei Clay, weg damit. Nee, das ist schon eher schäbig. Aber... Das schaffen wir nicht, ne? Nee, schade. Denn die Abenteurergilde macht jetzt zu. Bedauerlich. Wie sie... Hallo. Kein Duggy. Warum nicht? Warum denn nicht? Das Ding können wir auch nicht mitnehmen. Ja, am Arsch. Aber warum denn? So, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Wird spät. Ja, das war irgendwie jetzt nicht so geil. Leave the mine. Ja, bitte. Dringendst. Die Zwergenschriftrolle, die letzte fehlende, finden wir auch irgendwie nicht, ne? Okay, wir reiten mal geschwind nach Hause zurück. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Shit. Sortieren noch eine Rutsche. Und dann ist auch gut für heute. Die Trappel. Wir könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen Weg bauen oder so. Haben wir lange nicht mehr gemacht.
Also wir könnten schon mal ein bisschen langsam auch drüber nachdenken. Inventar ist voll, kann ich vergessen, muss ich morgen früh machen. Ob wir nicht schon mal so ein bisschen Struktur vorgeben für die nächste Saison quasi. Lightning Rod kommt da auch erstmal hin. Was kommt denn da noch rein? Das da. Und jetzt fehlt mir gerade ein bisschen der Überblick. Ich muss erstmal an die anderen Kisten. Dit weg, dit weg. Der kommt auch weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Die kommen weg. Das kommt da runter. Dann müssen wir mal an die Kiste. Jawohl, jawohl. Ach, die Eier können auch weg. Kohle, Schleim. Zumindest die Hühnereier verkaufe ich mal. So, ja, es wird spät, ich weiß. Ich weiß doch, ich weiß doch. Das Ding kommt da auch noch rein. Ich mache hier gleich eine Aufnahmepause. Der Pike kommt noch weg. Du kommst da oben hin. Pike geht hier rein. Eier bleiben erstmal hier. Vorerst das Schwert geht man dahin. Aber wobei das Schwert geht mit in die, nehme ich mit Kiste. Und dann gehen wir pennen. Dann gucken wir uns nochmal an, was morgen früh so auf uns wartet. Ah, das gab wieder gut Gold. Nice, nice, nice. So, heute hat Lea Geburtstag, aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Living off the Land heute? Nein. Fortune Teller kann ich mir schenken. Beende die Folge eh gleich. Die ganzen Sachen sind fertig, das ist nice. Aber ansonsten keine Post, nichts weiter. Okay, ist ja eher unspektakulär. Aber wir können auf jeden Fall den ganzen Kram verkloppen, wir können die Pilze verkloppen. Guck mal, wir haben hier noch drei Geoden. Na gut, die werden da wahrscheinlich auch liegen bleiben. Spiel wird ja nicht gespeichert, wenn ich beende, sondern immer nur am Tagesanfang bzw. Tageswechsel. Ich tue sie mal da rein, aber sie werden wahrscheinlich einfach Anfang der nächsten Folge wieder im Inventar rumeiern. Nun gut, ich lese mich nochmal über Earth Crystals schlau. Irgendwoher müssen die kommen. Irgendwoher müssen die kommen. Wir müssen die kriegen. Aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken, angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.